Herzlich willkommen, liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch heute habe ich Dirk Seufert als Gast, mein Wiederholungsgast, ein ganz lieber Gast, der mir ans Herz gewachsen ist. Und auch unsere Themen sind mir alle, liegen mir wirklich am Herzen. Heute Shambhala, ein Ort, eine Dimension, die mich schon lang begleitet. Und ich freue mich, heute einen Experten befragen zu dürfen. Lieber Dirk, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, Michelle, wieder für die Einladung. Ja, Shambhala ist für uns alle ja so ein bisschen ein Traum. Aber ich glaube, es ist nicht nur ein Traum, sondern da ist schon Realität dahinter. Erzähl. Ja, also ich kannte ja am Anfang überhaupt nicht Shambhala. Also ich kann mich erinnern, dass ich, als ich angefangen habe, mit den Engeln zu kommunizieren, und dann auch die Hellsichtigkeit bekommen habe als Gabe, dass ich dann plötzlich eines Tages in der Meditation habe ich mich auf einmal gesehen, wie ich hatte plötzlich einen Mantel an und bin geflogen an einen Ort. Ich kann mich nur noch erinnern, dass das um Berge umhüllt war und auf einen Tempel zu. Und dann bin ich da, habe ich mich da niedergelassen, und die haben die Mönche, die da waren, das waren also Mönche, die mich gleich begrüßt haben. Ein riesengroße, zwei große Tore, also wirklich, ich sag mal, vielleicht 5, 6 Meter hoch, also wirklich riesig. Und die haben sie dann auch zu mehreren aufmachen müssen. Und dann war eine Buddha-Statue, also so jetzt wie im Hintergrund bei mir. Gut, den Kopf sieht man jetzt leider nicht, weil ich wusste jetzt nicht, wie ich es kleiner machen soll. Und wusste genau, wo es hingeht. Und zwar war links nebendran eine ganz unscheinbare Holztür, die du kaum gesehen hast. Also völlig unscheinbar, weil das sind auch, ja, man immer mit vielen Gewändern, was man so kennt, auch in Tibet oder so, ne? So in der Richtung. Deswegen hast du die Tür erst gar nicht groß gesehen. Dann habe ich die aufgemacht, und dann ging was stockdunkel, es gab kein Licht, kein gar nichts. Und trotzdem wusste ich, wo ich hin musste. Bin ein Stück runtergelaufen, das ging also wie so eine Art Wendeltreppe, aber aus kaltem Stein. Und da bin ich dann runtergegangen, und das war aber sehr leicht. Also es war nicht wie normal, wenn man die Treppen runtergeht, dass man so sein ganzes Körpergewicht fühlt, sondern eher so leichtfüßig. Geschwebt. Richtig, so halb geschwebt. Und dann kam ich an eine Mittelstation, nenne ich es jetzt mal, eine Etage tiefer. Da waren auch wieder Türen, aber die haben mich nicht interessiert. Dann bin ich noch ein Stockwerk tiefer gegangen, und dann waren mehrere Türen. Und ich wusste aber genau, die linke Tür war es, die muss ich aufmachen. Bin dann rein, und dann saßen schon, ich weiß gar nicht wie viele, 8 oder 9 im Kreis, und ich habe mich einfach nur dazugesetzt. Und kaum haben wir den Kreis geschlossen, also war der Letzte, der praktisch gefehlt hat in dem Kreis, ging auf einmal der Boden auf, es wurde durchsichtig, und du hast die Welt gesehen. Und wir haben dann praktisch die Welt beobachtet, haben teilweise Energie runtergeschickt und so weiter. Also an diese Kleinigkeiten kann ich mich erinnern. Und das hat sich dann über die Jahre immer mehr herausgestellt. Und ich habe es dann irgendwann geschafft. Auch durch meine Astralreisen später richtig, konnte ich dann sehen, wo dieser Ort wirklich ist. Der existiert physisch, nicht in der Erde, wie das oft viele behaupten, sondern außerhalb der Erde, und zwar im Himalaya. Du kommst unter normalen Gegebenheiten gar nicht hin, weil du hast extreme Stürme, es ist extrem kalt, also ich sage mal gefühlt 50, minus 50 Grad ungefähr. Viel Eis, Gletscher musst du durchqueren und so. Und es sind auch, was generell ich festgestellt habe, es sind extreme Temperaturschwankungen. Also der Organismus ist enorm gefordert. Also ein normaler, selbst ein gut durchtrainierter Bergsteiger hätte keine Chance, dahin zu kommen, weil es einfach zu extreme Unterschiede gibt und zu viel, ich sage jetzt mal, Widerstände. Dann taucht teilweise auch Nebel auf. Du siehst nichts mehr. Also du siehst wirklich die Hand vor Augen nicht mehr. So viel Nebel ist dann teilweise. Und irgendwann, wenn du es tatsächlich überwunden haben solltest, kommt eine Höhle.
Und da gehst du rein, also der Schnee geht ein Stück noch in die Höhle rein und dann auf einmal wird der Schnee weniger und dann ist ganz normales Gestein, Höhlengestein, dann geht es leicht, leicht bergab, nicht viel. Und je tiefer du dann in die Höhle reingehst, umso mehr Wärme kommst du. Und irgendwann kommt dann plötzlich wie bei einem Tunnel praktisch der Ausgang und dann schaust du auf eine wunderschöne Wiese mit tollen Bäumen und kleinere Häuser, also wie so ein kleines Dorf, und aber ringsrum nur die Berge und oben auch Schnee. Also der untere Teil ist also kein Schnee und der obere Teil ist komplett bedeckt mit Schnee, aber die Sonne scheint. Also du hast auch keine Wettergeschichten, also es ist keine Wolken zu sehen, sondern es ist wirklich klarer Himmel. Und dann läufst du, dann geht es so ein kleiner Weg nach unten zu dem Dorf. Die Menschen sind sehr, sehr freundlich, haben mich immer gleich begrüßt dann. Also war wirklich ganz, ganz toll. Und du merkst auch, dass es keine normalen Menschen sind. Also von der Energie her, weil es enorme Liebesenergie ist. Und wenn du in dem Dorf bist, kannst du direkt auf diesen Tempel sehen. Der ist etwa auf einer Anhöhe, auf einem Berg. Und dann sind Stufen, größere Stufen da, weißer, ich sehe jetzt mal, Marmor ist es nicht, aber es sind so ein weißer, wie so Kalkstein oder sowas. Also auf jeden Fall ist es weiß. Ich kenne mich mit Gesteinsformen nicht aus, deswegen kann ich mich da nicht festlegen. Und muss gerade mal kurz mal, sorry. Und dann läufst du da auf diesen Tempel zu. Da gibt es auch einen kleineren Weg, der dahin führt. Und die Stufen sind aber sehr groß. Also überdimensional hoch vom Abstand her. Und auch sehr lang. Es fällt dir am Anfang erst gar nicht so auf, wenn du da von der Ferne guckst. Erst wenn du näher dran bist, merkst du plötzlich, dass ein Mensch, ein normaler Mensch, schon wesentlich größer sein muss. Also ich sag mal, wenn du so 1,80, so wie ich jetzt mit meinem normalen Statur, komme ich gerade mal knapp an die Kante. Also es ist extrem hoch. Und wenn du dann die Stufen geschafft hast, kommst du an eine größere Plattform auch, also wie so ein Innenhof, kannst du fast sagen. Und interessant ist aber, du findest keine Pflanze. Also Pflanzen ist ringsrum, um die Mauer auch drumrum, um den Tempel ist alles toll grün, aber der Tempel selber hat keine Pflanze, nichts. Und dann gehst du noch mal ein paar Stufen hoch und dann kommst du auf diese riesengroße Türe, wie gesagt, 4, 5 Meter ungefähr. Aber das hat sich angefühlt wie Holz, wie dickes, ich sag mal, wie Eichenholz oder so, also richtig schwer auch. Und an die Griffe, um die aufzumachen, kommst du unter normalen Größe gar nicht. Also es ist viel weiter oben. Und das zeigte mir auf, dass du also entweder eine gewisse Größe selber haben musst. Wobei ich mir damals gesagt, sagen lassen, es geht nicht um die Körpergröße, sondern um die Einstellung der Größe, also im Geiste. Und wenn du dann entsprechend die Größe hast, dann kommst du da locker hin. Also das ist praktisch die Symbolik sozusagen, die dahinter ist. Und das sind eben alles zusätzliche, ich nenne es jetzt einfach mal Hürden oder Bremsen, die einen normalen Menschen erstmal gar nicht da reinlassen können. Oder es überhaupt nicht erlaubt ist, dass der reinkommt. Ja. Und ja, und wie gesagt, Shambhala ist in erster Linie sozusagen auch das Zentrum unserer Erde. Ja, also wie gesagt, von da aus kriegen wir sehr viel Unterstützung. Teilweise habe ich auch gefragt, wie es zum Beispiel auch aussieht mit unserem Globalbewusstsein, wenn Menschen zum Beispiel Ideen haben. Ja, irgendjemand hat eine tolle Idee, einen Einfall oder so, wird darüber gesteuert, kommt daher. Also gesteuert hört sich komisch an, weil der freie Wille da ist, aber es wird in diesen Äther hineingebracht, diese Idee. Wenn derjenige dann die entsprechende Frequenz dazu hat, hat er den Zugang und bekommt die Idee zugeführt. So wie eine Ideensendestation, Richtig, genau so wo ist man es. aber auf die richtige Frequenz, so wie ein Radiogerät, eingestellt sein muss, um das empfangen zu können. Genauso ist es. Spannend. Und also wenn man sagt, das Zentrum der Erde, würde ich meinen, das Herzzentrum, ne?
Weil, also wenn wir von uns sprechen, haben wir ja oft das Gefühl, der Kopf ist das Zentrum, was ja nicht stimmt, sondern könnte man auch sagen, das Herzchakra der Erde auch. So kann man sagen, ja. Aha. Genau. Ich möchte nochmal zurückkommen, weil du bist da so schnell drüber hinweggegangen. Ihr seid da im Kreis gesessen, acht, neun Wesenheiten. Und in der Mitte die Erde, war das so ein Hologramm quasi? Nein, das sah, also für mich sah es aus, wie wenn in dem Moment der Boden nicht dunkel ist, sondern wie wenn du durch eine Glas, wie wenn da eine Glaswand wäre. Weißt du, wie wenn du von oben, du kennst doch diese, es gibt doch diese für Touristen diese Aussichtsboote, wo du eine Glasscheibe hast, guckst dann unten ins Meer und kannst die Fische beobachten. Es gibt ja solche Ausflugsziele da, ne? Und so ungefähr hat sich das für mich angefühlt, nur dass es eben rund war. War wie eine runde Platte. Und wir konnten dann direkt auf die Erde gucken, konnten auch zoomen, also konnten tatsächlich auch, wie wenn du ein Teleskop hast oder so, ohne dass wir jetzt ein Gerät in der Hand hätten, sondern einfach nur durch unsere Verbindung. Also wir alle im Kreis waren auch über die Herzensenergie verbunden und konnten praktisch darüber auch kommunizieren. Also wir haben alle gleichzeitig die gleichen Eingebungen oder Ausführungen machen können, weil wir mussten uns in dem Falle nicht absprechen, sondern das war wie eine Einheit in dem Moment. Und aus dieser Einheit von Wesenheiten ist quasi entsteht diese Ideengebung an die Erde. Ist es Genau. genau das? Ja, genau. Also du siehst praktisch, wozu die Menschheit bereit ist, auch jetzt was Entwicklung ist, Technologien etc. Und das wird darüber dann in einen, ich nenne es jetzt einfach mal, wie so einen großen Topf geschmissen. Derjenige, der in dem Moment dann dazu bereit ist, diese Informationen aufzunehmen, der bekommt sie dann auch. Aber trotzdem, ihr habt ja die Erde unter euch gesehen, also in eurer Mitte unter euch. Das heißt, ihr müsst ja irgendwo, wart ihr da in einem Raumschiff? Nein, gar Ist nicht. es in, Wir also in sind, du bist, Shambhala quasi? ja, dadurch, dass diese Shambhala-Energie so hoch schwingt, also das ist so hohe Frequenzen, dass du, wie wenn du sagen würdest, du würdest jetzt meditieren, deinen Körper verlassen und dann kannst du ja rein theoretisch die Erde in die Hand nehmen. Weil So ist es ja. der Astralkörper ist ja unendlich groß. Ja, da kannst du ja richtig spielen mit. Das habe ich am Anfang auch mal ausprobiert, früher, als es losging, die Erde mal so in die Hand zu nehmen und so und damit zu spielen. Und so ungefähr musst du dir das vorstellen. Also es geht gar nicht darum, ich muss nicht in einem Raumschiff sein oder außerhalb, sondern es geht allein nur um dieses Bewusstsein. Und dadurch, dass wir alle, die ganze, das war eine Gruppendynamik, so kann ich das einfach mal sagen. Und das ist auch wie beim Meditieren. Wenn einer meditiert, ist es schön, aber wenn es eine ganze Gruppe macht, ist eine ganz andere Energie dahinter. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe mich interessanterweise, wir wussten alle voneinander, ohne dass ich jeden Einzelnen gekannt habe. Also ich kann dir auch nicht sagen, wer einzelne von denen war, weil wir uns gar nicht vorgestellt haben. Wir wussten nur, dass wir eine Einheit sind, zusammengehören und dass wir das jetzt gemeinsam vollziehen. Wir haben auch keinerlei Worte ausgetauscht, nichts, es wurde nichts geredet, auch nicht jetzt irgendwie auch telepathisch geredet, sondern es wurde einfach nur, ich würde jetzt mal sagen, erschaffen. Ja? Also erschaffen quasi, wozu die Erdbevölkerung jetzt bereit ist. Genau. Etwas in die Potenzialität, also als Möglichkeit angeboten. Ja? Genau so ist es, ja. Das heißt also, diese Wesenheiten, wie auch immer man es jetzt definiert, begleiten die Erde in ihrem Aufstiegsprozess. Richtig. Richtig. Ja, genau. Und das haben sie aber schon immer gemacht. Also Shambhala existiert ja jetzt nicht seit gestern oder in diesem Jahrhundert, sondern es geht ja viel weiter zurück. Und Shambhala ist in erster Linie auch so, ich sag mal, wie bei einer, so wurde es mir erklärt, Shambhala ist wie ein Aufsichtsrat. Bei einer Firma, eine Geschäftsleitung hast, gibt es noch einen Aufsichtsrat und das ist Shambhala. Also die gucken da noch mal sozusagen drüber und wirken damit ein. Außenstelle Gottes, Sozusagen, ja. kann man sagen, ja.
Also ist Shambhala unser, ja, unser CEO, also zusammengefasst quasi. Und dorthin dürfen wir uns wenden, wenn wir Hilfe brauchen auch. Also ähnlich wie wir uns an Engel oder aufgestiegene Meister, Meisterinnen wenden können. Also ich selber habe noch nie in dem Sinne mich an Shambhala gewandt oder Shambhala gerufen, sondern wenn, dann habe ich mich immer an der jetzigen Schutzengel oder eben an die hohe geistige Welt gewandt. Aber mit Shambhala an sich selber habe ich, man kann das natürlich machen, aber wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Daher weiß ich es nicht, ob es jetzt in dem Falle, ob das, ja, ob man das dann machen. Das ist ja wie beten. Also du kannst ja auch zu Gott beten, sozusagen. Ja? Ja, also für mich ist Gebet ein Dialog mit Gott. Ja. Ist ja, so wie der Neil Donald Walsh auch geschrieben hat, ja. Gespräche Das. mit Gott. Also für mich ist das wirklich ein Austausch. Ich meine, auf Augenhöhe kann man nicht sagen, aber es ist für mich ein sehr reger Austausch, ja. Und darum könnt immer ohne weiteres vorstellen, dass man sich auch an diese Instanz, nennen wir es mal so, wenden kann, gerade wenn es darum geht. Also ich denke, wir sind da, wir und wahrscheinlich großer Teil unserer Zuseher und Zuseherinnen, wir sind da, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, um es jetzt ganz einfach auszudrücken. Ja. Ja, vor allem sind wir da, um die Verantwortung dafür auch zu übernehmen. Weil es ist, wenn du das zurückblickst ins Jahrtausende zurück, waren wir eigentlich immer diejenigen, die nicht die Verantwortung dafür übernommen haben, sondern immer andere dafür verantwortlich gemacht haben. Und jetzt ist es eben an der Zeit, deswegen auch unser Bewusstsein. Weil wir haben ja auch in einem Video auch mal miteinander gesprochen, wo es darum ging, dass wir aufsteigen, also auch nicht nur in die fünfte Dimension, sondern auch mit unserem Bewusstsein aufsteigen. Das bedeutet aber auch, je mehr Fähigkeiten ich bekomme, umso mehr Verantwortung habe ich dafür zu übernehmen oder zu tragen. Und deshalb ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass gerade wenn du jetzt sagst, zum Beispiel an Shambhala wenden, kann ich natürlich machen. Wie gesagt, ich habe es selber nie gemacht. Müsste es mal ausprobieren, ja. Ich habe halt nur diese Erlebnisse gehabt, einige Male, ja. Aber ich habe mich jetzt nie irgendwie groß, wenn ich jetzt mal meditiert habe oder so, dass ich gesagt habe, ich will da jetzt hin oder ich möchte jetzt die Informationen von denen haben oder so. Das habe ich, ja, vielleicht war ich da zu naiv oder. Ja, vielleicht war auch das Zeitfenster noch nicht offen. Also ich kann mich erinnern, ich habe ja dieses Buch Lost Horizon, also Verlorener Horizont von James Hilton gelesen. Das ist ein Roman, aber da geht es also um Shambhala und ich kann mich erinnern, es hat mich damals also sehr, sehr bewegt. Aber ich meine, ich habe viele Bücher gelesen, die mich bewegt haben. Ich muss es nur heraussuchen, aber ich möchte es jetzt da aus dem neuen Entwicklungsstand wieder lesen. Und ich habe jetzt, wie du erzählt hast, ganz stark dieses Bedürfnis, da direkt anzuschließen, ja, und Anschluss zu finden auch, ja, also anzudocken quasi, ja. Weil wenn von dort quasi die Ideen in die Welt gegeben werden, ja, also für mich fühlt sich das so an wie ausstrahlen, ja, Ideen ausstrahlen. Dann wäre es doch natürlich, wenn wir uns wünschen, unseren Beitrag zu leisten, jeder von uns, uns einfach da jetzt auszurichten mit unseren Antennen. Ja? Also welche Idee wurde da ausgestrahlt, ausgeströmt, die für mich gedacht ist? Ja? Die möchte ich empfangen. Also das ist jetzt das Projekt für die nächsten Tage und Wochen. Wunderbar. Hat die keine Ahnung, was uns da erwartet. Ja. 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 Wie gesagt, ich war da vielleicht einfach, ja, ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, da jetzt irgendwie groß mich an Shambhala zu wenden oder so, weil wenn ich dann da war, war das einfach automatisch. Also ich habe da nicht groß drüber nachgedacht oder habe nichts ausgesendet, dass ich gesagt habe, ich will da jetzt gerade mal wieder hinreisen oder so, sondern es ist, wenn du so willst, aus dem Unterbewusstsein eigentlich abgelaufen. Warst du da mit deinem zweiten Körper dort? Nein, mit dem zweiten Körper war ich überhaupt noch nie da. Aha. Wirklich nur astral. Also Interessant, dass du das gerade fragst. ein Müsste ich dritter Dirk. mal fragen,
Das, ob man da nicht auch mal mit dem zweiten Körper hingehen kann, das könnte ich mal fragen, ja. Ja. Also hast du nicht den Impuls jetzt zu sagen, ja, also die Idee ist eigentlich naheliegend. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie soll ich es? Also, ich will mal folgendes Beispiel nennen, vielleicht wird es dann deutlicher. Es ist ja am Anfang so, wenn du. Also ich kann mich jetzt als Kind zum Beispiel erinnern, ich wollte unbedingt ein Geschenk haben, irgendwas, ne, vom Christkind geschenkt bekommen haben und so. Und dann habe ich das auch bekommen und dann habe ich da einige Zeit mitgespielt und irgendwann lag es in der Ecke. Und so ist es auch mit meinem zweiten Körper. Ich will nicht sagen, dass er in der Ecke liegt, aber es geht einfach darum, dass vieles so einfach, also ja, es ist Alltag geworden. Oder ich bin auch ein paar Mal gefragt worden, als ich früher im Außendienst tätig war und auch im Verkauf, ob ich denn nie bei den Leuten mal die Aura gelesen habe oder so. Sag ich, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Also, weißt du, wie wenn ich sagen würde, ich bin da naiv oder ich bin dazu unbedarft oder so. Und jetzt, wo du das ansprichst mit dem zweiten Körper, dass ich da auch mal nach Shambhala reisen könnte, bin ich nie auf die Idee gekommen. Ich werde ihn mal fragen. Ist ja vielleicht ein Impuls, ja. Ja, klar. Aber wie gesagt, nachdem wir eine Aufgabe haben oder wir wissen, dass wir eine Aufgabe haben, ich glaube, alle Menschen hätten eine Aufgabe, wir sind uns vielleicht ein bisschen bewusster, ist jetzt auch nicht wertend, sondern es ist einfach so, dann könnte ja sein, dass ich mich mit der Instanz, die quasi auch über diese Aufgabe Bescheid weiß zumindest, wenn sie nicht diese Aufgabe sogar gemeinsam mit mir auf Seelenebene, also nicht mit dem Ego, auf Seelenebene kreiert hat quasi, also so als wenn wir vor unserer Inkarnation also wenn das so ein wirkliches Kontrollzentrum ist oder so ein wichtiges Zentrum der Erde, ja, dann ist dort ja auch unser Lebensplan verankert, unser Seelenplan, oder? Du kannst diese Informationen auch in Shambhala abrufen. Das geht. Genau. Das kannst du. Also, normalerweise greife ich ja auf die Akasha-Chronik zu, weil da letztendlich alles drin steht. Aber ich gebe dir recht, du kannst natürlich auch, wenn du in Shambhala selber bist, kannst du natürlich auch, weil du die entsprechende Frequenz natürlich hast oder die entsprechende Erhöhung und das entsprechende Bewusstsein, kannst du natürlich auch auf diese Dinge zugreifen. Das ist richtig, ja. Ist ja für mich ein kommunizierendes Gefäß, ja? Offensichtlich Shambhala und die Akasha-Chronik. Also, das ist ja verbunden, ja. Also, ich möchte es jetzt nicht respektlos formulieren, ja. Aber wenn ich, also, ich gehe lieber direkt zum Chef oder zur Chefin, ja. Bevor ich da jetzt irgendeinen Zwischenhändler brauche. Also, bei den Kirchen, bei den Religionen ja auch so, ja. Also ich brauche keinen Pfarrer als Zwischenglied, ja, ich wende mich direkt. Und also für mich eröffnen sich da völlig neue, ja, neue Ideen, neue spannende Erfahrungsräume. Ja? Und ich freue mich, wenn wir uns da beide jetzt gegenseitig inspirieren. Ja? Wer weiß, was sich da noch auftut, ja. Ja, ich bin mal gespannt, auch wenn es erlaubt ist, dass wenn der zweite Körper dahin darf, wie gesagt, muss ich nachfragen, aber dann wird bestimmt vielleicht das ein oder andere Neue noch entdeckt. Darüber kann man sicherlich dann nochmal vielleicht sogar ein Gespräch führen. Ja, also ich Weiß. glaube, wir haben da neue Türen geöffnet. Ja. Und wie gesagt, ich bin da wirklich völlig erwartungsfrei reingegangen. Ich hatte nur eben dieses Buch von James Hilton im Hinterkopf und eben diesen Wunsch, ich möchte es jetzt wieder, wobei es gibt ja auch von Redfield als Folge der Celestine-Bücher, magst du da ein bisschen auch erzählen? Also Celestine haben wir gesagt, machen wir ein eigenes Gespräch. Richtig, Sein genau. eigenes Thema, aber es gibt ja ein Buch dazu auch. Also das geht auch es handelt auch über Shambhala und er trifft dort, also die Romanfigur trifft dort auf die Seelengruppe von ihm. Er ist am Anfang natürlich total begeistert, wären wir wahrscheinlich auch, und läuft dann dahin und die laufen weg. Er denkt sich, das gibt's doch nicht. Läuft wieder hin, die laufen wieder weg. Und irgendwann im Laufe des Buches oder der Kapitel kommt dann tatsächlich, dass er wirklich mit ihnen zusammenkommt.
und stellt natürlich die Frage, die ihn am meisten interessiert hat: Warum seid ihr am Anfang vor mir weggelaufen? Da kam ein Satz, der mich sehr geprägt hat, der mir sehr wirklich viel bedeutet hat. Und zwar der Satz war: Wenn wir es zugelassen hätten, hätten wir dich in deiner Entwicklung blockiert. Und das ist wirklich so, wenn zum Beispiel auch, wenn man auch sagt, ja, warum greift der Engel da nicht ein oder warum sprechen die mit mir nicht oder bei der Föderation, warum machen die da nichts oder so, weil wir in unserer Entwicklung sonst blockiert würden oder wären. Und wir brauchen einfach einen bestimmten Vorgang oder wir brauchen einen bestimmten Lernprozess, den dürfen wir erfahren, um dann später so weit zu sein, dass wir das dann auch tatsächlich so annehmen können, wie es vorgesehen ist. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ja, weil es ist ja auch so, ich kenne das zum Beispiel, ist ein ganz typischer Vorgang. Du siehst jemanden, der braucht Hilfe und du läufst unter normalen gegebenen Umständen zu dem hin und hilfst ihm. Hast aber gar nicht gefragt, ob er die Hilfe überhaupt haben will. Und das ist zum Beispiel etwas, ich habe das im eigenen Leib schon erfahren. Dann musst du auf andere Art und Weise und vielleicht noch umständlicher diese Erfahrung nochmal machen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass wenn ich jemanden sehe, der Hilfe braucht, dann frage ich immer erstmal, ob er Hilfe haben möchte. Ja, das gibt ja dieses nette Beispiel, wo diese ältere Dame auf der einen Straßenseite steht und rüber guckt, und da kommt ein junger Mann, schnappt sich die und läuft einfach mit ihr rüber. Und er freut sich natürlich wie ein Schneekönig, dass er der alten Dame geholfen hat und sie wollte gar nicht rüber. Sie hat nur geguckt. Wollte nur Ja, schauen. genau. Also man nennt es auch Übergriffigkeit. Ja, so. Und das ist zum Beispiel in dem Buch auch sehr gut beschrieben. Also, dass es wirklich um diesen Respekt und diese Achtung, dieser Wesenheit geht und dass es eben wichtig ist, weil die Seelengruppe hat eben im Vorfeld schon gewusst, dass wenn sie es zugelassen hätten, hätte er bestimmte Dinge nicht machen können oder hätte umständlich, hätte er viel mehr Aufwand betreiben müssen, um es letztendlich zu lernen. Von daher haben sie sich zurückgehalten. Ja, das ist ja auch dieses Wissen kann man erwerben, Erfahrungen muss man machen. Ja? Sehr gut. Und das ist aber natürlich für auch Ex-Medizinerin, ja, ich meine, ich habe 6 Jahre Hirnwäsche hinter mir, ist nicht leicht, ja. Weil erstens haben wir die selektive Wahrnehmung auf die Schwächen, ja, wir werden ja drauf trainiert. Und natürlich, wir haben so diesen hippokratischen Eid geleistet, ja, und also das Helfergehen sowieso, weil sonst studiert man nicht Medizin. Also das ist gar nicht leicht. Das heißt, wir nehmen anderen, und das ist ja ähnlich, du weißt sicher, wenn man einen Schmetterling, wenn ein Schmetterling dabei ist, zu schlüpfen aus der Puppe, ja, ist das unheimlich mühsam, ja. Aber wenn man dem helfen möchte und die Puppe aufschneidet, stirbt er, weil er braucht diesen Druck in dieser Dehnung, ja, um Flüssigkeit in die Flügel auszubreiten, ja. Erst dann kann er fliegen, ja. Für mich eine wichtige Analogie, ja. Und denk immer an den Schmetterling, ja. Wenn irgendwo jemand arm ist auf der Welt, und ich glaube, also ich bin jetzt da, um zu retten, ja, ist einfach eine Prädisposition, hat bei mir auch mit der Alleingeburt, also mit dem Verlust der Mehrlinge zu tun. Ja? Also wir sind da ganz besonders, ja, auf dieses Helfen. Ja? Aber es ist ganz spannend. Das heißt, also auch da wieder, vielleicht hast du deswegen so ein bisschen Vorsicht im direkten Andocken von Shambhala. Durchaus, durchaus möglich. Aber mir fällt gerade noch eine Geschichte dazu ein, was du gerade gesagt hast, mit dem Helfen auch. Tepperwein hat es mal so toll erzählt, auch in einem seiner Videos. Er war vor vielen, vielen Jahren in Indien gewesen und mit einem wirklich superreichen Geschäftsmann. Und die sind durch die Straßen gelaufen. Und die kamen natürlich, die Kinder, und haben gebettelt, und Tepperwein hat dann immer Geld gegeben und so. Und irgendwann hat er sich gewundert, dass der überhaupt nichts gibt.
Und er hat ihn dann, nachdem die dann wieder bei ihm dann zu Hause waren, hat ihn dann gefragt. Und hat er gesagt, ja, das ist schön, dass er ihn fragen würde. Er hätte von sich aus Höflichkeit das gar nicht angesprochen. Aber er sagt, wenn du einem armen Menschen Geld gibst, dann ist er satt für einen Tag. Zeigst du ihm, wie man erntet oder sät, dann ist er satt sein ganzes Leben. Und das ist etwas, was ihn auch sehr bewegt hat. Dass es also nicht immer nur sinnvoll ist, einfach zu sagen, jawohl, ich helfe dir, sondern ihm vielleicht auch zu zeigen, wie er sich selber helfen kann. Das fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein. Ganz, ganz wichtig. Und das ist auch etwas, was ich also in den Beratungen, also ganz früh in meinen frühen Jahren, ich mache das ja schon seit zig Jahren, war da sehr viel, also auch belehren und so weiter. Und mehr, und mit Rufzeichen, ja, und mehr liegen mir die Sätze mit Fragezeichen am Schluss, ja. Weil wenn ich jemanden die richtigen Fragen stelle, sodass er oder sie selber die Antworten findet, ist genau das, ja. Also quasi natürlich Saat geben, damit er Brot, was ich Getreide anbauen kann und selber Brot, aber auch so die eigenen Antworten finden, ja. Und das ist auch das, was ich hier in diesen Gesprächen eigentlich machen möchte, ja. Wir wollen ja niemanden indoktrinieren, ja. Wir wollen einfach Anregung zur Selbstreflexion geben, ja. Also jeder darf dann mit sich weiter. Aber das Interessante ist, also ich habe überhaupt nicht dran gedacht, aber bei mir ist da jetzt wirklich ein absoluter, also Funke übergesprungen. Also ich wollte da in die Tiefe tauchen und ich denke, wir werden ein zweites vielleicht auch mit vernünftigen Kommentaren, die kommen, auf die wir gern eingehen. Ja? Sehr gerne, natürlich, gar keine Frage. Also ich mache das gerne. Ich gucke mal mit meinem zweiten Körper und dann ist es bestimmt spannend, weil der natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten hat und auch auf tolle Ideen kommt. Da entsprechend natürlich auch noch mal vielleicht noch mal zu hinterfragen und mehr herauszufinden. Was mir jetzt einfällt, ich glaube, wir haben sogar angekündigt, die Jete-Geschichte. Mir hat ja jemand gefragt, also ob wir da nicht eingehen können drauf. Und du hast damals, glaube ich, gemeint, wir haben dann ein Gespräch gehabt und dass du gemeint, ja, im Zusammenhang mit Jambalaya werden wir noch einmal drauf zurückkommen. Magst du da deine Einsichten dazu mit uns teilen? Jetzt habe ich akustisch nicht ganz irgendwas. Yeti, Yeti, Yetis die jetzt. Yetis, das ist diese. Weil ich habe es akustisch irgendwie kam es nicht ganz rüber. Ja, also Schneemenschen oder Yetis, genau. Es tauchen ja auch unter anderem immer wieder Yeti-Sichtungen auf. Also das Internet ist ja mittlerweile voll davon, auch an wirklich fast überall auf der Welt, kannst du eigentlich sagen. Meistens eben auch in Wäldern oder wo eben Berge in der Nähe sind. Ich habe in einem meiner Reisen damals auch Yetis gesehen, die zum Teil auch in Shambhala sich aufgehalten haben und dann aber wieder zurückgegangen sind, weil uns festgestellt oder wir haben festgestellt, dass diese Yetis in der Entwicklung noch primitiver sind als wir Menschen. Also sie sind praktisch auch wie Tiere, kann man sagen, sind halt sehr groß und leben normalerweise, deswegen sind sie auch immer so behaart, also so dickes Fell, weil sie natürlich auch in kalten Regionen sich aufhalten, normalerweise. Und sind aber, wie gesagt, von der Intelligenz her, ja, eher primitiv, also man würde sagen, eher so in Neandertaler-Zeit zurückziehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber Und sehr liebevoll doch. ja, Also ich und aber habe sehr scheu, da. extrem scheu. Also sobald sie jemanden sehen, einen Mensch oder so, hauen sie ab. Also sie lieben eher, sie tauchen normalerweise eigentlich auch in Gruppen auf, aber nicht bei den Sichtungen, meistens eben nur einzeln. Dann sind sie aber eher auf Nahrungssuche, wenn sie einzeln sind. Aufhalten haben sie richtige, also auch Familien, sie sind eigentlich sehr familiär eingestellt, entsprechend natürlich auch. Und es ist aber teilweise so, dass sie auch nicht, aber man sagt ja, aber die müssen ja irgendwo besonders leben, wenn man jetzt zum Beispiel die verfolgen würde oder so. Sie würden irgendwann aber aus unserem Sichtfeld verschwinden, weil A sind sie sehr schnell. Sie können wirklich extrem schnell laufen.
Zum einen und zum anderen können Sie auch, es gibt, ich nenne es jetzt einfach mal wie so eine Art Dimensionstore. Sie verschwinden. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass man ihnen da hinterherlaufen kann, sondern es geht um ihre, ich sag mal, um ihre eigene Energie. Also das ist wie, ich nenne es mal, kennst du Katzenklappen? Da gibt es doch diese Möglichkeiten, wenn du keine fremde Katze haben willst, so wie so ein Chip. Und so ähnlich ist es da auch. Das heißt, sie haben eine bestimmte Frequenz zur Verfügung. Das ist eine Fähigkeit, die sie haben, wo sie in ihre alte, also in ihre Urdimension zurückkehren können, können aber auch in unsere Welt oder in andere Welten eintauchen. Sie sind auch in Parallelwelten teilweise zu finden. Ja, und wie gesagt, auch auf Shambhala habe ich es schon erlebt, dass sie also wirklich dann durch die Höhle durchgegangen sind und dann in Shambhala gelandet sind, aber nicht, weil sie es wollten, sondern weil sie sich einfach dann verirrt haben. Ach so. Ja, und das war so goldig. Ich habe da einen Fall erlebt, das war dann so, und der stand dann erstmal da, hat sich umgeguckt, und dann kam auch einer von den Dorfbewohnern, und dadurch, dass die aber eine andere Frequenz haben, war die Angst von ihnen nicht zu spüren. Also der Yeti hat sich praktisch da nicht unwohl gefühlt, war nur etwas verwirrt, weil er plötzlich irgendwo war, wo er nicht als sich auskannte. Und dann hat der Bewohner ihn mit Telepathie sozusagen gezeigt, wie er wieder rauskommt und wie er praktisch zu seinem Ort wieder zurückkommt. Aber alles eben sehr liebevoll. Ja. Was ist deren Aufgabe? Hast du deine Ahnung? Naja, es ist so, es gibt ja unterschiedliche Entwicklungen auch im Universum. Und genauso haben wir ja auch, wir waren ja auch nicht immer in der menschlichen Inkarnation. Wir haben ja auch andere Inkarnationsformen gehabt. Und hier geht es praktisch auch bei den Yetis darum, auch dieses, ich sag mal, diese Liebesfähigkeit Stück für Stück wieder aufzubauen, zu lernen und so. Und auch Yetis können später in den Menschen oder in menschliche Gestalt später dann auch inkarnieren wieder. Aber die Aufgabe ist es praktisch wie eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal untere Ebene, die dann auch einen Aufstieg braucht. Eine Entwicklungsstufe quasi, Richtig, genau. wenn es Vergangenheit gäbe in unserer Vergangenheit. Also quasi Genau. Grüße aus der Vergangenheit, aus unserer eigenen Genau so Vergangenheit. ist es, ja. Aber wie gesagt, also ich habe, wenn ich dahin fühle, so eine enorme Liebe, ja, das ist ganz, ganz eigenartig. Also da schwingt irgendetwas, ja, und vielleicht dürfen sie auch die Welt mit Liebe bereichern. Ist Ja, ja und irgendwie. vor allem haben die Yetis kein Ego. Es existiert nicht. Es ist nicht wie bei uns Menschen, dass er jetzt denkt oder, ne, sondern es ist einfach auch hier wieder, ich sage jetzt mal, diese Gruppendynamik, also dieses Miteinander, untereinander helfen. Wenn einer verletzt ist, sind die anderen für einen da und so. Also das geht eigentlich auch sehr, sehr, sehr lieb. Die gehen wirklich sehr, sehr liebevoll und sehr respektvoll miteinander um. Aber sind, wie gesagt, eben sehr scheu. Wissen wahrscheinlich warum, ja? Also möglicherweise ist da schon einiges passiert, und das, also ich glaube nicht, dass die da Austausch haben, aber sie nehmen es wahr intuitiv, ja, dass die Menschen ja nicht ungefährlich sind. Ja, also das ist wie bei Tieren auch. Die haben einen Instinkt entsprechend. Und wenn natürlich die Menschen dann, ich sage jetzt mal, aus ihrer Ausstrahlung oder Energie bestimmte Wellen aus, weil die trotzdem, es ist, auch wenn sie jetzt primitiv von der Art her sind, haben sie aber trotzdem ihre Sensoriken oder ihre Sensoren und können entsprechend natürlich auch beurteilen, ob derjenige oder was für Absichten eventuell dahinter stehen. Und dementsprechend verhalten sie sich dann auch. Und das ist eben meistens ein Fluchtreflex, den sie dann haben. So wie bei den Fluchttieren üblicherweise eigentlich auch. Also ich denke, ihre Sensorik ist noch weit unverdorbener. Also die haben wahrscheinlich mehr Spürgefühl als wir. Ja, Ja, wie gesagt, die Feind, also sie, bei uns ist ja so, wir dürfen lernen, praktisch unseren Verstand Stück für Stück einfach auszuschalten oder auf Urlaub zu schicken oder auf die Parkbank oder wie auch immer. auf Und das Kur. brauchen, genau, aber das brauchen sie nicht, weil sie es in dem Sinne den Verstand so nicht haben, sondern sie haben die Intuition, sie haben das Gefühl, das Empfinden
eigentlich das, wo wir im Moment gerade bestrebt sind, eigentlich wieder hinzukommen. Ja, weil es uns, wenn du so willst, eigentlich rausgenommen wurde oder uns verwehrt wurde, diese ganzen feinen Sensoren zu aktivieren oder das zu nutzen. Weil in der Erziehung haben wir ja so vieles auch an Neins und an Verboten bekommen, dass wir sozusagen dann die Intuition, die ich eigentlich gehabt habe, durfte von den Eltern her gar nicht mehr gemacht sein. Also habe ich es letztendlich vergraben. Hier bei den Yetis ist es aber noch vorhanden. Und von daher ist es, ja, gehen die halt eben auch deswegen sehr liebevoll miteinander um, weil diese Empfindung, dieses im Vordergrund steht. Und die spüren natürlich auch, wenn Gefahr droht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie quasi da sind, um einfach das Energielevel der Erde auch zu heben, ja? Mit ihrer Liebesfähigkeit, ihrer sehr natürlichen, ja, weil Liebe bei ihnen ist wahrscheinlich was anderes als das, was bei uns üblicherweise als Liebe bezeichnet wird, ja. Ganz spannend. Ja, gibt es noch einen Zwischengedanken, weil es wird ja sicher noch einen Austausch dazu geben, ich spüre das schon. Gibt es also ein Zwischenstatement von dir? Shambhala. Ja, also es geht natürlich, also jeder, und das ist das Schöne, mental können wir alle nach Shambhala reisen. Das ist also wirklich der Fall. Das ist kein Privileg von mir oder so, sondern das kann wirklich jeder. Entscheidend ist aber einfach auch die Einstellung und ja, ich sag mal auch diese Liebesfähigkeit und zum anderen das Gefühl, es nicht unbedingt zu wollen. Also ich bin ja auch mehr oder weniger durch, in Anführungszeichen, Zufall dahin gekommen. Ich habe ja erstens gar nicht von dem Ort gewusst am Anfang, ne, und kannte auch den Namen nicht. Und habe das ja erst später durch die Bücher, die es eben gibt, bin ich dann darauf aufmerksam geworden, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, weil der ein oder andere das ähnlich beschrieben hat. Und daraufhin ist mir das dann eingefallen, dass, ach, dann ist das Shambhala. So. Ja, aber vorher wusste ich das nicht. Ich habe halt gedacht, ne, das wird irgendwo, ist halt ein Ort im Himalaya irgendwo oberhalb. Was mich aber halt immer nur bewegt hat, war die Tatsache mit dem, als wir im Kreis saßen und so, weil es halt immer jedes Mal war. Sobald ich nach Shambhala gekommen bin, war das immer der gleiche Vorgang. Die Türen gingen auf, ich bin durch diese Treppen darunter und zu diesem Kreis da gegangen. Das war jedes Mal das Gleiche. Also du bist Teil dieses Rates, nennen wir es mal so. Ich weiß es nicht, ob ich Teil des Rates bin. Ich habe halt nur diese Erlebnisse gehabt. Wie gesagt, ich habe mich nie mit einem der anderen ausgetauscht. Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, ob sie hier leben oder ob sie andere höhere Wesenheiten sind. Keine Ahnung, weil es war auch nie, ich kam auch gar nicht auf die Idee, sondern es war einfach, ich wusste, die haben auf mich gewartet, ich habe mich dazugesetzt und dann ging das los. Also du wurdest gerufen und bist dem Ruf gefolgt. Sozusagen, ja. Was mir wichtig scheint generell, also ob wir jetzt in Innererde wollen, ob wir auf ein Raumschiff wollen, ob wir irgendwie mit der geistigen Welt in Kontakt treten wollen, ich glaube, das Wichtigste ist Demut, aber nicht diese falsche Demut, die uns anerzogen wird, sondern Demut im Sinne von verlerne nie zu knien, doch wenn du kniest, bleib immer hochgesinnt. Ich finde, das ist so ein schöner, also für mich so ein schönes Bild auch, ja. Also mit Demut, aber durchaus auch Offenheit und ja, Bereitschaft, diesem Ruf zu folgen. Also du bist ihm gefolgt und ich höre ihn im Hinterkopf. Das ist ganz lustig. Hätte ich nie gedacht, dass da was da jetzt herauskommt. Und ja, vielleicht gilt das auch für einige unserer Zuseher und Zuseherinnen. Also wenn du den Ruf vernimmst, dann folge ihm. Sagt der Kahil Gibran so schön, wenn die Liebe dich ruft, dann folge ihr, sind ihre Wege auch steinig und steil. Wahrscheinlich ist es nicht leicht, nach Shambhala eingeladen zu werden, aber gefühlsmäßig lohnt sich's, da offen zu sein dafür, ja. Ja, und vielleicht werden einige von uns eingeladen und vielleicht gibt es ein weiteres Gespräch dazu. Sicherlich, weil wie gesagt, ich werde auf jeden Fall das mit meinem zweiten Körper dann mal aussprechen oder diskutieren.
Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann werde ich da, ich sage jetzt mal, vielleicht auch Untersuchungen vornehmen. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Ja, einfach auch da wieder Brücken bauen, ja? Also wir, die wir offen sind für die geistige Welt, haben ja unter anderem auch die Funktion, Brücken zu bauen, ja? Zwischen Diesseits und Jenseits, nennen wir es mal so, ja? Und offensichtlich gehört da Shambhala auch dazu. Also wir haben heute da einen neuen Bewusstseinsraum eröffnet und ja, ich danke dir. Sehr gerne. Danke dir und danke dir fürs Zusehen, fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen.